ich würde eigentlich sagen, dass wir uns endlich hier in unserem schön befreiten Thronsaal wiederfinden, aber ich habe vergessen, wo ich gespeichert habe, deswegen ist das nämlich hier an der Bench. Jo, willkommen zurück zu Tales of Iron. Und wir haben ja hier schon so ziemlich alles gemacht, was ich irgendwie machen ließe. And don't call me Lisa. So, ja, deswegen würde ich jetzt hier tatsächlich die erste Folge machen, wo wir uns mal Bloody Whiskers ansehen. Whiskers. Das hat nichts mit Whisky zu tun. Schade eigentlich. So, deswegen werde ich mich jetzt hier mal in diesem Spielstand schön wohlverdient auf meinen fetten Arsch setzen. Und einmal das Spielchen beenden. Ja, es war beabsichtigt, dass ich noch einmal diesen Spielstand hier aufrufe, ne, dass man nochmal schön sieht, so, yo, der hat das alles hier schön gemacht. Ich weiß auch, ne, also alles schön gelöst. So, mein Gott, denken und reden, ne, und das beides gleichzeitig ist mal eben immer so nicht gut. So, Spiel laden, ja, das ist der Spiel unserer Wahl und hier werden wir einmal, ich glaube, man kann den Spielmodus natürlich auch nicht ändern im Laufe der Zeit, macht auch keinen Sinn, das Märchen mit der Maus, okay. Genau, das haben wir gespielt. Wir haben ja einmal den Eisernen Willen gespielt. Das Spiel in seiner Originalform. Sehr, sehr cool. Mega viel Spaß gemacht. Und so weiter und so fort. Oh, Entschuldigung. Da kam die Cola wieder hoch. Ausgeglichenes Abenteuer mit brutalem Kampf. So, und dann schauen wir uns einmal die blutenden Schnurrhaare an. Bloody Whiskers. Erlebe das Spiel mit intensiveren Kämpfen. Die Gegner sind aggressiver, verursachen erhöhten Schaden und haben mehr Leben. Keine Empfehlung für das erste Mal. Tja. Bist du sicher? Genau, der kann nicht mehr geändert werden, aber schauen wir mal rein. Mal sehen, wie das so ist. Ich erwarte das Spiel auf einer unmöglichen Schwierigkeitseinstellung. Mal gucken. For centuries and longer, rats have fought tirelessly. To repel the incessant frog ich weiß nicht, ob ihr den Vorspann jetzt nochmal sehen möchtet. Pass auf, ich klicke ihn jetzt erstmal weg. Ich, Until finally a young monarch rose to power. King Rattus, first of his name. Ich kann es nicht wegklicken. Ich kann es nicht wegklicken. The Rat Kingdoms under okay. Rule, repelling dann müsst ihr das jetzt immer noch sehen. Kind, back to the putrid swamps from whence they came. Crops prospered. Hä, das ist doch die Stimme von. Das ist die Stimme von Geralt, oder? Im Englischen? Ich habe mich das letzte Stunde, das ist schon wieder Tage her, aber scheiß drauf. Letzte Folge schon gefragt. In the kingdom, vulnerable once more, his people grew anxious. Some claiming to perceive a faint odor in the air. Greenwort had returned with a ferocious vengeance. Amassing an army of unfathomable scale. He burned everything. Dass ich das nicht überspringen kann, okay, aber dann halt nicht. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. So it was decided, the crown should pass to Whiskers new. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. And so, your tale begins. Erneut. Mega das Game, definitiv. So, aber ja, mit dem vor mit diesem Rattenpyjama, ne? Ich komme da einfach nicht drauf klar. Die Sonne ist mal wieder aufgegangen, leider. Ja, ist ja gut, komm. Ich weiß es doch alles. Ach komm, Quality of Life, please. When his squire woke him with this god-awful noise, the young prince was dreaming about this day, just like he had for months. Now it was here, he better be ready. So, mal sehen, wie schwer das tatsächlich wird. Hä? Waren die schon. Achso, klar, die werde ich ja gleich eh noch verlieren. Denke ich. Oh, was wird sich da wohl überall. Weiter befinden. Boah, diese Cola, ne? Ey, ganz ehrlich.
Stirnband. Oder Stirnband, ne? Widerstand, Froschwiderstand. Ja, bringt uns doch eh alles überhaupt nichts gerade. Aber was soll's. Genau, das nehme ich nochmal mit. Und so weiter und so fort. Es gibt übrigens auch ein Achievement dafür, dass man dann den letzten Endboss auf dieser Schwierigkeitsstufe schafft. Ja, komm. Hör auf zu schnacken. Das Knacken. If he'd known how geh mir doch aus der Sonne! He might have stayed in his bed. Ja. Na, ja, obwohl. Wo sind denn? Da? Ich will nur kurz den Schwierigkeitsgrad antesten. Kann ich mal so lange zocken. Mal kurz auf die Uhr. Also ich wollte eigentlich so ein, zwei Folgen rein investieren. Gucken, ne, so knapp eine Stunde. Wie verhält sich das? Wie schwer ist das eigentlich? Ich sehe oben schon, dass die Leben deutlich, deutlich weniger sind. So, Dennis. Wie das ganze Gold da einfach liegt. Kämpft, dass die Krone wackelt. Mhm. All the prince had ever wanted was to prove worthy of his father's crown. He might be the smallest brother, but if he was prepared, he thought he had some small chance. Genau, tut mir mal eben wieder was vor, aber Essen ist wichtig. Jetzt muss ich auch noch niesen, ey. Scheiße. Alter. Oh. Bloody Whiskers fängt schon mit der Hütterschwierigkeit an. The chef offered a fine menu, but after Dennis had eaten, there was no food left. Chef would need new supplies from the cellar if Reggie wanted a decent breakfast. Kann es sein, dass der Typ der Knappe von dem war, also von Dennis? Was passiert eigentlich mit dem? Boah, das war wirklich lebenstechnisch schon eine knappe Kiste da oben links. So, moin. The bard had found the last of the summer raspberries in the bare basement. The bard was quick to offer one, even though they weren't his. Hm. Und einmal dieses Zeug, was die Leute Wasser nennen. Aber da ist doch gar kein Alkohol drin. Dieses andere durchsichtige Zeug, dieses Nicht-Bier. He had the ingredients. His brother, the chef, would make you a feast fit for kings. Ach, jetzt kriegen wir dadurch schon mehr Leben. Krass. Reggie only ever gets his brother Dennis's leftovers, so he wouldn't know. Ja. Die Leftovers. Erstmal setzen. So, komm. Wir wollen doch mal hier was vom Spiel sehen. Boom. Okay. Und dann, ach so, ich darf noch nicht raus. Ach ja, okay. Ja, ich hab. Ja. Okay, ciao. Boom. Ich habe gesprochen. Verdammt, er hat gesprochen, oh nein! Ich habe die Befürchtung, dass die Musiker nur dieses eine Wort hier. Ach, ein Wort. Dieses eine Lied halt spielen können und er muss es einfach tagtäglich erdulden. Tut, tut, Jojo. Einen Helm. Den nehme ich doch gerade mal mit. His brother, the smith,
could forge armor and weapons to see off any enemy. He'd make some for Reggie, if the young prince could find blueprints for a rat of his stature. Mhm. Auch sehr interessant, dass die beiden, also dass die anderen Brüder, ne, der eine Bruder hat ja den Weg des Kochs gewählt, der andere den Weg des Schmiedes, dass die da quasi so den, ja, keine Ahnung, ne, also in welcher, je nachdem welche Reihenfolge die halt, auf die Erde gebracht wurden, sage ich jetzt mal sehr, sehr zurückhaltend, ne, genau, ne, also dass die dann scheinbar darauf verzichtet haben und gesagt haben, jo, die wollen halt nicht die, ne, das Erbe des Vaters antreten, sondern eben dann nur der Dennis hier und der Reggie. Finde ich mal interessant, dass die sich das irgendwie auch aussuchen konnten, scheinbar. So, gib mir das. His eldest brother didn't think Reggie could hit a target, even if it was standing still. But Reggie had been training hard. Freshly squeezed bug juice, drink of champions. Nothing better after a long fight. So, das heißt, okay, der Dennis ist schon mal der älteste von denen. Dann hatten die beiden anderen wohl keinen Bock. So, weiß nicht, wie das geht. The training dummy's red attacks were too strong to block. It was fast. But Reggie could be faster. Not even Reggie could dodge the dummy's yellow attacks. His only hope was to parry with his trusty shield. Okay. Das habe ich auch nie gemacht, diese. Ja, also dieses zu schlagen, wenn das überhaupt was bringt. The dummy's final attack shook the ground. Reggie would need to dodge to remain unscathed. Ach geil, die sagen das einem auch noch. Wow, das habe ich komplett einfach ignoriert. Interessant. Merkt er nach über 20 Folgen. Ach so, ja, ich muss zweimal B drücken. Wow. Jetzt nimm das doch endlich an. Cool. Hey, ja. Dennis was impressed. If Reggie could just grow another couple inches, he might even have been worried. Boah, da war doch so ein richtiger Arroganz-Dennis, ey. Unfassbar. Der Dennis, ja, ja. Nebensquest abgeschlossen. Zweikampf, das ist doch allerdings. Ach nee, das muss ich annehmen, ne? Ja, das muss ich ja annehmen, tatsächlich. So, und dann der River. Komm, lass mich doch einfach durch. Wieso bist du so grausam? Hä, vor allem. Ach so, ja, das braucht man aber auch überhaupt nicht. Weil er automatisch immer die Richtung blockt, von der das Geschoss kommt. Reggie'd never seen the Crimson Fort so full of ratfolk. The whole kingdom was there. Some even cheered for him. But the king had let his eldest brother lead the procession. Ach so, cool, die laufen also. Ja, alles wieder vergessen. Also die Details jedenfalls. So. Ja, komm. If he was scared, he wasn't showing it. He was going to show all of them what he was made of. If nothing else, this'd be no easy win for Dennis.
Hauptmann der Königsgarde, jawohl. So, show me. Ja, komm, Kollege. Kollege Bakefish. Au. Das war wirklich mit dem letzten Atom noch getroffen. Ah, shit. Ach, wieso? Ja, genau, seine Schummelarmbrust. Hatte die dir vorher auch schon? Erstmal schummeln. Aua. Alter. Schlecht. So, easy. He done it. He proved himself a worthy heir to his father's kingdom. His dream was about to come apart. Ja, die Wendung haben wir ja kommen sehen. Aber ja, gut, komm. Gegen den haben wir eh keine Schnitte. Kann man den eigentlich besiegen? Fragte er. Wie er dort im Boden lag. Im Bodenbelag. Achso, ja, stimmt. Ich muss mich ja bewegen. Sorry. The prince woke this time from a dream of blood and frog spawn. Finding he had neither a crown, nor a kingdom, nor a father. He needed a place to recover, somewhere to make a plan. Dass wir das gute Ergebnis oder die gute Wendung ja schon kennen. Achso, jetzt darf ich mich hier, genau. Ah, hier kriegen wir unsere Augen wieder. Sehr schön. Erst jetzt wird mir bewusst, auf wie wenig Details ich überhaupt geschaut habe. Habe ich am Anfang hier die Käfer gelootet? Keine Ahnung. Boah, ich weiß das einfach alles nicht mehr. Ah, hat ja trotzdem ein gutes Ende. Okay, aber... Ey, ganz ehrlich, ne? Das, war das echt vom... Okay, keine Ahnung. Aua. Boah, okay. Zwei Treffer und das war's. Diese Scheißbrille. Achso, okay. Aha. Auch noch was. Erstmal die, die Krallen wieder zubinden.
Nimm das Gestrüpp. Ja, ja. Au! Alter! Hat er nicht gemacht. Oh, oh. Ja, halt doch einfach noch mehr aus. Ja, am Anfang wurde ich noch eine ganze Ecke mehr ausgehalten haben. Hä, hey, wo kommt er denn her? Den ersten größeren Gegner, der da vorbeikommt, der war ja schon nicht ganz so von schlechten Eltern. Not content with killing the king, the frog horde had torn down his throne room, leaving behind little more than smoldering rubble and the bodies of his kin, dead and defiled. Reggie had never seen such evil, nor felt such rage. Yo, während ich loote. Während ich loote, du Drecksack, Mann. Einmal die Steuerung rausgefunden haben, dann macht das schon eine ganze Menge besser. Oh, shit. Ja, ja, komm. Oh, und dann, zeitweise wollen die auch einfach... Ey, zeitweise wollen die auch einfach nicht, oder? Ich habe auch die wirkliche Kackwaffe hier. So, ciao. Aber du hast diese seltsame Brille gefunden. Reggie had his crown at last, but not his kingdom. Oh, die haben das Heizungsproblem gelöst. But shamefaced. Sehr schön. Drunk from drowning his sorrows in the village. He couldn't hold back the frogs there, or stop them taking their brother, the chef. Shamefaced, okay. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Wort überhaupt gibt. Interessant. Ja, so, okay. Reggie had to get to Longtail Village to rescue his brother, and fast. If he could fix the travel board, it'd show the quickest way. More than one use for a hammer. And its work on the frog skull seemed to be done. Tüdelüdü. Ja, ja, genau, ja. Ja, ist doch okay. Bei dem Run würde ich jetzt auch überhaupt nicht auf die Story eingehen oder ähnliches. Das könntet ihr nämlich in der anderen, in der Playlist sehen. In den ersten Folgen Nigel. Und die Dinge, ja, wo... Achso, ja, ja, okay. Ja, komm. Kam da nicht noch ein Gegner oder kommt der? Nee, der kommt doch gleich erst. So. Ist hier nicht, wie heißt das andere Spiel? Blasphemous auch von dem Schlag? Ja, ne? Whole bug bread before. Now it reeked of burning fur and gore. Something putrid. Pond slime and those that dwelt in it. The Frog Clan Bog Brothers. Ich glaube, eine bessere Waffe hätte, Mann! Ich fällt mir das wieder ein, wie scheiße das war mit dem Kack.
verbrauchten Küchenmesser hier. Hast du irgendwas Brauchbares? Jo, dankeschön. Alter. Zu greedy. Zu greedy. Die sollten sich immer noch genauso schnell bewegen, aber. Ja, also, ich glaube nicht, dass das irgendwie sich geändert hat. Ach. Ja, es gibt noch einmal diesen ne, wie soll ich das nennen? So, das Gnaden. Das Gnaden-HP. Kurz bevor du stirbst, ne, hast du dann nochmal so den letzten Strich an Leben. In meinen Augen eigentlich ganz gut gemacht. Da komme ich noch nicht rein. Okay. Brauchen wir nochmal ein Schild. Ein Schild. So, und hier kommt der. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, die sind ein kleines bisschen schneller, aber ich glaube, ich kann mich auch irren. So, Lappen. Easy. Und ein Helm. Der Kraut- und Rübenhelm. Yo, ja, ist ja. Ja, okay. Ach, cool. Ja. So, sehr gut. Ja, ist ja okay. Da mal hingucken. Dankeschön. Guard Captain's last act was to secure the village elder in the town hall and bar this gate to the frog horde. But some had got past him. The captain was right. The frogs were inside. The villagers, they had no more fighters. Until now. Alter, schön in den Rücken, ey. Was ich sag. Ach ja, der konnte ja kontern. Wow, das kam auch spät im Spiel gar nicht mehr, oder? Jetzt geh doch einfach mal drauf. Jo. Ja, komm. Mögen Sie doch ins Gras beißen, mein guter Herr. Hat er das echt geschafft, sein Messer im Boden zu versinken? Wow. Captain unfähig. Vom Clan der. Irgendwas. So. Vom Clan der Ahnungslosen. Gewicht, Verteidigung, ja. Keine Sorge, Kinder, ich will dich nicht erschrecken. Und dann kommt er durch die Tür. Alle warten auf Rettung und er kommt durch die Tür. Ja, genau hier, ne? Und er so, ups. Abenteuer vorbei. Reggie had found them. The Elder and Robin the Ranger, who had been his last guard. The young king sought no thanks for saving them. He sought only to find his brother. Yowza, Browser. Erstmal hinsetzen. Ich überlege gerade, ob ich tatsächlich einfach. Ja, ist okay. He'd need to stock up and prepare. Mhm.
Oh, Moment. Ich bin kurz eingeschlafen. Warte. Hier ist mein Bier. Kurz umziehen. Helm. Schwerer Helm. Das hat mir doch... Hey, ich kann mich... Ohne Witz. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass wir das auch so vorher schon gesehen haben. So, erstmal einen guten Helm. Dann eine gute Rüstung. Und dann nehmen wir nochmal hier einen guten Schild und eine gute Waffe mit. Und nur schon noch ein bisschen mehr ans Mikrofon. Dankeschön. Dankeschön, bitteschön. Und aber den besseren Schild. Ach, das. Okay, das sehe ich jetzt gerade auch erst. Guck mal, wenn ich das jetzt hier auswähle, ne? Dann ist der vom Gewicht steht da auch eine Feder. Da habe ich ohne Witz nie drauf geachtet. Heilige Scheiße. Das ist schon hart unfähig. Tja, keine Ahnung. Ja. Wenn das während des Abenteuers aufgefallen ist, dann mein Beileid, dass ich das nie... dass ich das einfach nie gesehen habe. Mittel. Okay, hier können wir noch... Wow. Jo. Als ob ich irgendwie, ne? Das Stroh vom Feld ernte. Das Weizen vom Feld. Das Stroh. Mhm, genau. Ja, komm, ich nehme aber trotzdem die. So, dann nehme ich jetzt einfach mal die leichte Rüstung. Haben wir das beste Schild des Königreichs. Aber immer noch die... Immer noch sehr, sehr... Tja, keine Ahnung, ne? Scheinbar sehr, sehr schnell vom Gewicht her. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob ich die Bloody Whiskers Session tatsächlich, ja, ein bisschen länger laufen lasse. Ich denke, da einfach mal wieder mehrere Folgen draus zu machen, dass, na, also bis man wirklich feststellen konnte, yo, das ist deutlich, deutlich schwerer. Vielleicht kriegt man hier erstmal richtig schön auf die Kauleiste. Möglich ist alles. Daneben. Boah, der ist einfach so fett, du kommst einfach nicht drum herum. Aua. Boah, ja, genau, der Schaden. Ja, okay, ne, man sieht schon, das hat's in sich. Stirb doch jetzt einfach mal hier. Boah, das ist, ey, das ist schon echt brutal. Kann ich ja nicht schummeln, indem ich halt... Oh, oh, fuck. Genau, indem ich halt sage, ich, guck mal, ich trinke immer nur so ein bisschen. Nee, oder? Das wär ja zu schön. Ach ja, Keul hat ja Leben. Ach, scheiße. Nein! Er macht zweimal den Sprung, okay. Kann man in diesem Spiel eigentlich leicht schummeln, indem du... Ja, das müsste tatsächlich gehen, oder? Wenn du halt sagst, du trinkst halt immer nur so ein bisschen, dass du dann wieder auf dieses Gnaden-HP, auf diesen Gnaden-HP-Wert kommst. Dann kannst du ja in dem Moment gar nicht sterben. Boah, das wäre schon hart krass, wenn das geht. Ich meine, ne? Guck mal jetzt zum Beispiel. Ja, und jetzt bin ich tot. Also, okay, es geht schon mal nicht beim Trinken. Ach, so, da bin ich wieder, Leute. Bleach. Da habe ich auch echt lange an dem Knuspern. Der Gegner danach ist schon wieder viel leichter, aber an dem... Ich weiß nicht, der ist auch einfach echt gemein. Du kannst dem kaum entkommen, du kannst einfach... Nee, ne? Da macht er da seine Spur und macht dich einfach hart aus. Das war die 1. Und das ist 2 und 3. Genau, ne? Das ist halt immer der große Spaß. Boah, ich komm... Da kommst du einfach nicht weg.
Boah! Geh doch noch den einen Meter, Mann! Mist. Jo, moin. Täglich grüßt das Rattentier. Ja, okay, es ist schon leicht schwerer, ne? Also schon. Ah, immer so, ne? Aber das ist auch einfach nur Aua, weil der Admiral mal wieder zu los zum Ausweichen ist. So einfach kann das sein. Boah, der nervt mich direkt am Anfang. Ja, ciao. Ja, spiel noch doppelt und dreifach und fünfmal und hier noch und stirb doch jetzt einfach mal. Let me drink. Springen. Ja, klar, natürlich. Ja, und schon. Ja, das ist immer. Boah, okay. Ja, es ist ein ewiges Anrennen. Okay, komm. Kriegen wir hin. Ich hoffe, ihr habt Sitzfleisch mitgebracht. Die Vorspultaste nicht. Boah, ich hasse es. Ja, genau. Ja, ja, klar. Geht, ne? Also du kannst halt so ein bisschen immer trinken, so, ne? Und dann, schön erstmal cheaten. Oder cheesen. Oder beides. Ah, guck mal, ist doch alles im Bereich des Möglichen. This dog of a guard frog wasn't an easy kill, but it was a sweet one. Hm? Aber so süß war der doch gar nicht. Widerstand gegen Frösche, Jao. Na komm. So, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass ich hier mal einen Cut mache, aber ich ziehe das jetzt einfach mal durch, so als... Ja, erstmal letzte Folge für Tales of Iron. Und dann lasst mich bitte wissen, ob ihr das weitersehen wollt oder eben nicht. Denn ich glaube, ich würde erstmal eine Pause machen mit dem Spiel und wird dann irgendwann, ne, also... Kommt Zeit, kommt Tat, kommt Rat, irgendwas, ne? Genau, und dann, ja, da irgendwann mal weiterspielen, keine Ahnung. Ja, also ich würde gerne erstmal was anderes spielen und dann irgendwann wieder zu dem Spiel hier dann zurück. Vor allem dann auch, wenn vielleicht ein Nachfolger angekündigt wurde. Will ich sowas sterben hier? Yo, ich greife die ganze Zeit den anderen an und er stirbt zuerst. Was? Interessant. So, ciao. Wo geht's denn hier nochmal lang? Ja, okay, ganz obviously. Der Dreizack wieder. The chef's hat. Reggie must be close. Okay. Heißt, ich pack jetzt noch knapp 20 bis 25 Minuten dran. Auf jeden Fall dran sein, dass man auf jeden Fall so einen ersten Eindruck bekommen hat. Ja, es ist ein bisschen schwerer, würde ich sagen, ob es dann später wirklich unfair schwer ist. Das wage ich zu bezweifeln, so. Weil auch die Stimage Achievements sich anzuschauen, das war schon relativ beeindruckend, weil sehr, sehr, sehr viele von den Spielern, knapp 14%, haben nämlich auch die ganze Waffenkammer fertiggestellt und das habe ja noch nicht mal ich geschafft.
Gut, das heißt noch nicht mal, ne? Also ich habe mich auch nicht drum gekümmert, um ehrlich zu sein. Ja, komm. Ach, scheiße. Oh, jetzt hab ich dich. Ha. Aber dafür haben wohl nur ein wirklich geringer Anteil die letzte Schlacht auf Bloody Uskas geschafft. Ich bin schon fast gewillt, auch diese Herausforderung anzunehmen. Aber wie gesagt, zu einem anderen Zeitpunkt dann. Mal sehen. Mal sehen. Mehr Schalen. Schalen und Tiere. Ja. Ich denke, alles wird zur Bank, wenn diese blaue Laterne da vorhanden ist. Ach ja, der hat ja, genau. Der da. His brother Chef. Ja, ich kümmere mich drum. Chained and left as bait. The Bog Brothers, stinking like the place they called home, had done this. Voll gemein eigentlich, okay. Ja, gut, ne? Kann, ne? Schön wieder nach Hause stinken. Aber einfach so, ne, andere zu überfallen, umzubringen und so, das ist their irgendwie leader, sehr, sehr uncool. Lancelot had never been bested in battle. He had a lance as lethal as it was legend. But he also ich vorher nochmal einen Blitz gemacht, dass der den Schlüssel gegessen hat. Vielleicht ist das richtig. Achso, ja, stimmt, das war ja das. Nicht da durchrollen, Mann. Kann man Sennett es hier nochmal vorher halten tun? Tun sie. Ciao. Nein, ich hab's. Ich hätte es kommen sehen müssen. Macht aber wohl keinen Schaden. Nein, nicht in die Richtung. Nicht in die Richtung! Drink! Ja, das ist mal Zeit. Ja, ich wollte schon ein bisschen drücken. Ach, da ruft er nochmal seine Lappen. Mann, immer diese Lappen. Wow, wie das ist auch immer. Ja, da kommt ja noch einer, natürlich. Jo. Ach ja, sag mir den Quatsch. Nö, nö, nö. Ich
Ja, wieder ein First Try, ne? Easy. Brothers' clan were finally destroyed. Reggie knew they would not be the last. Mhm. Ach, ja, okay. Warte, Knopf. Entschuldigung, yo. Gewicht auch, yo. Yo, mit yo. Yo, mal yo, ist yo. Okay, erstmal Drink und einmal den Brother Befreien. Bruder Koch. Okay, also erhöhte Schwierigkeit hält sich tatsächlich in Grenzen. Wäre trotzdem nicht die beste Idee. Ja, wäre trotzdem nicht die beste Idee gewesen, das Spiel auch so direkt anzufangen. The Bog Brothers were dead, and their stench would soon wash away. His brother could go home safe, and the young king would too, after making sure the roads were clear of frog scum. Irgendwo eine neue Waffe? Ja, die komische Lanze von dem. Ist witzig, wegen seinem Namen, ne? Weil er halt so Dingens, ne? Aha. Hä? Okay, dann nimmt ab. Vor leichte. Moment, wo muss ich hin? Ach so, wieder zurück. Ah, okay, okay. Reggie would need more than a sword on the road now, the ranger told him. He offered the king his best bow, a gift from his guild. Das ist der beste Bogen, ihr Lappen. Das ist der Bogen für Anfänger. Den habe ich noch finden können. Ich habe dir auch bessere. The Ranger's best bow was little more than rotten twig and frayed string. But Reggie was grateful that he hadn't been offered the other one. Mhm. Hallo? Achso. Oh, Loot. Loot! Der Loot fliegt. Okay. Was passiert da gerade? Pfeile, wow! 1 für 3. Interessant. The elder had started placing quests on the village notice board. Getting the old rat to part with some coin was no bad idea, considering the funds needed to rebuild the Crimson Fort. The grub infestation had spread. The farm basement was overrun. The farmer should be able to squeeze bug juice in peace. Bug juice, okay. Bug juice, ooh. Laufen. Mehrstündige. The farmer had fled his grub-infested basement in terror. He was sure they would destroy his bug-juicing machine before long. Reggie assured the farmer he would not let that happen. Nope. He's a dreckigen Käfer. Ah ja, genau. Ich hab echt alles wieder vergessen. Was ist denn das? Oh shit. Oh shit! Ich habe so das Gefühl, dass alles so ein bisschen schneller passiert, aber ich glaube, ich irre mich einfach. Ja, ja schön. Schön einwirbeln tun sie sich. Easy.
Ich habe diesen Daumen gefunden. Skin-Variante. Ja, genau. Jetzt gibt er mir wieder erst die Sachen gegen Käfer. Hervorragend. Aber die ist auch von der Verteidigung und vom Gewicht her einfach besser. The grubs were gone. The farmer could now make the best freshly squeezed bug juice in all Ratdom. Reggie liked it with bits. Tja, that's how it goes. Nur noch zu dem Koch gerade hin und die Küche reparieren. Oder irgendwie so. With the path to Longtail Village free of frogs, the builders could start repairs on the Crimson Forts Bridge. Ah, stimmt. Ja, ist ja gut. Okay. Die reparieren auch schneller als andere Leute was zerstören können. With the paths left unguarded, grubs had crawled to the surface. The builders couldn't work while they're there. Oh. The builders could start their repairs in safety. The Crimson Fort would soon be able to welcome visitors again. Ach so, der ist hier, ja stimmt, der repariert ja hier fleißig. Ja cool. So, habt ihr noch irgendwie was mit Gegenwehr oder passiert da nichts mehr? 48 Schalen habe ich schon, wow. Das ist ja Schalenmillionär hier. Und den musst du retten, und den musst du retten. Und der Dennis gönnt sich erstmal ein Bierchen. Ja, genau. His brother's chef was glad to be home, but the smith was still missing. The chef believed he might have also been captured. Maybe the elder knew where. Ja, den werden wir noch eben retten. Oder ratten, je nachdem. The village had already started repairs. It would soon be as if the frogs had never come. Gott sei Dank, ey. The guard captain, who had recovered, had spread word of the king's rescue of the elders. Ach, der ist gar nicht tot. What? To show their gratitude, the villagers would help rebuild the rat fort. Ah, die ganzen Details, ja stimmt. Der ist ja nie wirklich verreckt oder. Ja gut, ne? Also je nachdem. Wie man das vorher wahrgenommen hat. Ich hätte nämlich auch gedacht, okay, der stirbt dadurch, aber scheinbar auch nicht. Völlig in Ordnung. Moment, wo muss ich denn hin? Ich muss. Achso, wieder mit dem Älteren reden. Wo mir gerade so der. Ne, also. Wo ich dann gerade meinte, so, ja, ne, hier mit. Oh mein Gott und so. Mir fällt jetzt tatsächlich erst auf, dass die gar nicht so diese Kirchenpräsenz haben, ne? Also gibt hier keine Priester oder sonst irgendwas. Also nicht, dass das einem irgendwie ins Auge sticht.
Genauso wenig, wie dass man hier eine Kirche oder ähnliches sieht. Interessant. Es gibt also keinen Rattengott. Not so lucky this time. The Elder hadn't seen the frogs with the smith. But maybe the ever-vigilant rangers had seen where the frogs had gone. Young Robin had been headed to the ranger's lodge. Maybe Reggie could ask there. Robin und Redman, ne? Das ikonische Duo. Redman und Robin. Oh. Ja, guter Herr, laufen Sie einfach. Laufen Sie! Ja, ist ja gut, ich kümmere mich drum. Rotting corpses always bring pests. If the grubs get beyond the farm, they'd be everywhere soon. Hallo? Ja. Es passiert einfach mal gar nichts. Ha! So, in der Regel, es gibt immer mindestens ein Käfer mehr als einem recht ist. Ciao! Spielt eigentlich immer schon so einfach oder schön erstmal wieder überheblich werden. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. So. Jo. Hä? Hab ich das da oben nicht schon gerade gelootet? Oder meine ich das nur? Wahrscheinlich meine ich das nur. Okay. Nee, da war noch Feuer und noch Pfeile. Ja, und ich verletze mich natürlich. Egal, komm. Hä? Hey, hab ich jetzt gerade ohne Waffe zugeschlagen oder was? Geht das? Nee. Tja, easy peasy würde ich sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann gerade in den Kämpfen, wo man so ein bisschen mehr aufpassen muss, also hier in der Maulwurf Arena beispielsweise oder so, da kriegen die einen dann doch mit Sicherheit weg, denn da konnte ich nach wie vor einfach nicht ausweichen. Was mache ich hier überhaupt in der Mühle? Keine Ahnung. Tüdelüdü. The sewers. His royal ancestors had lifted rats from such places. No rat had dwelt here for years. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ehrlich zu sein, aber das ist eine Geschichte, die ich nicht geschrieben habe, also macht das auch nichts. Hier noch, da noch. Genau, noch ein paar, falls ich ja noch welche vergessen habe. Die Höflichkeitsbench. Den lasse ich mal leben. Ja,
zweifelslos ein Schalentier. Dankeschön. Schade, Schale. Mr. Schale. The ranger needed help. Reggie hoped his bow would last the fight. Au! Rum. Achso, ja genau, der ist ja wieder bei mir, auf der Seite. Hier, Aragorn für Ratten. Rattagorn. Rattagorn! Wo ist er denn? Da. Alter Schöne, warum? Aua. Au! Axt mit Gesicht. Mhm. Oder die Weihnachtsaxt. Nimm die Weihnachtsaxt. Axt. Tüdelüdü. Mhm. Nix. Ja. Hallo? Achso. Was denn? The head ranger saw the smith taken to the tower by the foul swamp slayer clan. Der oberste Ranger, ja. But the frogs neben dem obersten Zauberer. The path. Only a heavy two-handed axe would shatter it. Mhm. Ja, ist ja gut, lass mich vorbei. Lass mich doch einfach vorbei. Guck dir an, wie ich meine Waffen wechsle. Siehst du dir an. Der wirbelte die. Den großen. Ne, die große Zuckerstange hinter seinem Rücken. Wie ein Profi. Ups. Es bleibt alles beim Alten. Nothing like the feel of an axe smashing through tough wood. Reggie wondered if it would do the same to frog shields. And frog skulls. Eine Rede. Ach, da gab's diese. Ja, ja, ich erinnere mich. Gewicht einhändig. Ja, ja. Da gab's diese wunderbare Superhöhle. The statue was made from the finest quality marble. It felt unusual in this dark, dingy place. Diese Statue haben wir aus dem feinsten Dreck hergestellt. Ich weiß nicht, irgendwie greift er so schnell an. Ich seh erstmal einen Pfeil ins Gesicht. Ah, das muss doch. Boah, das muss doch wehtun. Ja, mir. Im Herzen. Nicht. Nein, Scheiße, okay. Ah, Schild vor das Schild gerollt. Ja, okay. So, die Statue habe ich dann wahrscheinlich auch nicht gefunden. Natürlich nicht. Dann hole ich mir das später wieder. So, wir die einfach nur 3 Meter von uns entfernt da lang gehen. Ach, jetzt habe ich das ausgerüstet. Mist. Ah, wollte ich doch gar nicht. Moin. Moinsen. Du kannst mal ganz gepflegt das Zuckerli runterrutschen. Au. Hey, wo ist denn jetzt der. Hä, wo ist der denn hin? Oh, gehst du jetzt auch mal drauf? Nö, wahrscheinlich. Warte, kann man. Der überhaupt gar keinen Verlangen zu. Oh. Ja, wieder 2, klar. Sure. Ja, what? Alter, was? Okay.
Das war schon gar nicht so schlecht. Komm, ein Versuch noch. Und dann würde ich sagen, dann wäre es das auch gewesen. Na komm. Das kann ich nicht auf den Sitz lassen hier. Ach komm, hör doch ab. Boah, das ist schon echt gemein, wenn man gerade so einen Kill macht und dann sagt das Spiel so, yo, alles klar, dann bringt aber auch relativ viel Zeit, da nochmal ein paar Takte zu sagen. Voll daneben. Ah, Moment. Oh Gott. Nicht gut, nicht gut. Oh Gott. Okay. Nee. Ja, stell dich doch mal ein bisschen weiter weg. Ja, ist okay. Ich roll auch noch weg. The Ranger was excited to help the King. An unforgettable tale to tell his children one day. Will er wissen, was aus der Story wird? Wird er das vielleicht noch ein bisschen ausschmücken? Oder auch eben nicht? Ja, weil das einfach so eine ultra-epische Story ist. Cool. So, das bringt auf jeden Fall noch einige Schwierigkeiten mit. Ach, never have dropped it willingly. Ich komme nicht zum Ende. Mist! Lass mich doch in! Ich muss auch noch Käfer verprügeln. So, und während ich hier die Käfer verprügel, so kann ich sagen, ich würde dann an der Stelle hier den großen Cut ansetzen. Na, war jetzt auch ein gutes Stündchen. Ich würde sagen, ja, der Schwierigkeitsgrad ist ein kleines bisschen höher als im normalen Spiel. Aber machbar. Und ich würde mich dann bei Zeiten mal dran setzen, wenn ich denn... Ja, also hat verschiedene Motivationshintergründe. Vor allem, wenn dann noch ein zweiter Teil rauskommen soll. Und wenn ihr natürlich sagt, hey, ich will mehr sehen, dann würde ich mich da auch nochmal vorsetzen. Aber so würde ich mich dann erstmal vor andere Spiele setzen, die ich noch auf der großen Liste der nicht gespielten Spiele habe. Ja, den großen Pile of Shame, der auch einfach nicht weniger wird. Aua. Hey, euch beide sterbe ich jetzt hier auch nicht mehr. Reggie was grateful for his help. He needed to get to his brother as fast as possible. Would he find him still alive in the tower? Wir werden es nie erfahren. Außer wir schauen uns das andere Video nochmal an. So, und dann, ja, würde ich sagen, das reicht ja auch als Eindruck. Finde ich auf jeden Fall cool. Würde mich schon reizen, das letzte Achievement auch noch zu bekommen. Ja, dass man dann den letzten Endboss nochmal hier auf der Schwierigkeitsstufe besiegt. Und vielleicht das, was auch danach kommt. Aber das ist dann eine Sache für einen anderen Tag. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal wieder fürs Zusehen. Und ganz besonders an die, die auch sich, ja... hier alles angeschaut haben. Wie gesagt, ein sehr, sehr cooles, richtig nices Game. Und ich hoffe, da kommt noch was von den Jungs und Mädels, der Entwickler, hier von... Was war das denn? Old Bug, ne? Ja, guck mal, ich guck mir jetzt noch einmal hier an, wer das hier programmiert hat und dann erweitert. Und Ehre. Genau, ne? Das sind die Leute, bei denen ihr euch bedanken dürft, bedanken könnt, bedanken müsst. Und ich sag dann... Ja, eigentlich nichts weiter, außer man sieht sich. Tja. Dann, wiederhauen, reingeschauen. Moment, andersrum. Reingehauen, wiederschauen. Ciao, ciao und bis dann.